Hey, hallo ihr Lieben, ich bin's der Chris. Ich habe ja jetzt gehört, dass hier das PMT und das Covid-19-Gesetz angenommen worden sind. Ist schade, einerseits. Andererseits ist es für mich eine Motivation, die anderen Gesetze nochmal durchzulesen und gewisse Grauzonen in der filtern zu können. Also um gewisse Grauzonen aus den Gesetzen rauslesen zu können. Denn ich habe mich in letzter Zeit ziemlich stark mit den Gesetzen befasst und habe auch darum eine geraume Zeit lang keine Anzeigen mehr kassiert. Was mich teilweise wirklich schon extremst krass genervt und gestört hat, dass ich keine Wegweisung mehr kassiert habe und auch keine Anzeigen wegen Wiederhandlung in Covid-19-Verordnung oder sonstiges Zeug. Und ich hoffe, dass das jetzt mit dem neuen Gesetz denn dass dann mal wieder zustande kommt, weil mir ist schon mittlerweile extrem langweilig geworden. Und ich finde, ich brauche da wieder eine Herausforderung. Halt euch doch mal auf den Laufenden. Bin jetzt gerade auf der Suche. Bin jetzt aus dem Hauptbahnhof raus. Dort kennen mich meistens, beziehungsweise kennen mich die Leute dort meistens schon. Und fragen mich schon gar nicht mehr. In den Zügen meistens auch. Darum hier nochmal ein Aufruf am Ende an die kompetente, oder sagen wir so, ich suche eine kompetente von der Transportpolizei oder Security Trans, Kantonspolizei oder auch Stadtpolizei, die mir mal freundlicherweise irgendwie eine Aufgabe rüberkommen lassen kann. Im Sinne, dass ich eine Verzeihung kassiere. Bin jetzt auch so weit dabei, dass ich, wenn ich nach einer Maske gefragt werde, dass ich einfach sagen werde, ich habe keine und brauche auch keine. Werde auch nicht erwähnen, dass ich befreit bin, weil es ist wirklich langsam extrem langweilig und ich brauche da unbedingt eine neue Herausforderung. Darum, liebe Leute, noch am Ende ein Tipp von mir. Lest die Gesetze weiterhin durch oder fängt sie jetzt an durchzulesen. Denn wie ihr jetzt auch gesehen habt bei der Abstimmung, wir können nicht ein System, das seit etwa hunderte von Jahren programmiert wird, könnt ihr nicht mit so einer Abstimmung verhindern. Das wird nicht funktionieren. Wenn ihr euch die letzten politischen Jahre anschaut, die letzten Gesetze, über die abgestimmt worden sind, werdet ihr Folgendes sehen. Alle Gesetze, die den Politikern zugunsten kommen, wurden ganz knapp mit Ja angenommen. Alle anderen, wo mehrheitlich fürs Volk sind, mit Nein. Macht doch mal dieses Back to the Old Times. Vergleicht mal die letzten 50 politischen Jahre und überlegt doch selber mal ein bisschen. Lest doch mal vielleicht noch das Buch von Klaus Schwab durch. Und da werdet ihr einige Sachen lesen können. Und hängt euch nicht auf mit irgendwelchen Dauerstreams, wo euch bis zum heutigen Tag nichts gebracht haben. Macht euch fit für Tag X, denn ihr werdet das brauchen. Gesetzlich werdet ihr das brauchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare knallen. Wenn ihr noch keine Abonnenten von dem Kanal seid, abonniert den Kanal, teilt das Video, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt es.